Das klingt gut. Die Vision eines Mannes, die Rettung der Menschheit, 1946. Ah. Eigentlich hätte ich die Munition sparen müssen, weil... Naja, ist auch egal. Point Prometheus. Ja, seht ihr jetzt, da fehlt aber noch eins. Das heißt, es geht sogar noch weiter. Aber so wie es aussieht, müsste ich es, glaube ich, vielleicht schaffen, heute durchzuschaffen. So lange Ladezeiten. Dateien werden gespeichert. Ich mache vorher aber noch einen Quick Save. Habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Was hätte ich nur gemacht, wenn es auf einmal abgestürzt wäre? So wie vorhin. Oh, hallo. Okay. Wo ist der? Ja, Der genau. Teufel ist genau hinter mir. Ich hab seinen Anblick langsam satt. Ja, komm, mach auf. Ah, Mist. Ah, verdammt. Oh, jetzt bin ich tot. Ist so klar, ohne Medikit. Aber da gab es kein Medikit, oder? Na gut, ich habe mich nicht wirklich umhergeguckt, ob es hier Medikits gab. Beziehungsweise Automaten? Nee. Was haben wir hier? Telefon. Geht nicht. Okay, hier kann ich nur noch die normalen MG-Patronen benutzen. Habe ich Explosive zufällig? Nee, habe ich nicht. Genbank kann ich nochmal nutzen. Letzte Chance, Kleiner. Gib auf. Dann überlasse ich diesen Schrotthaufen dir und deiner polnischen Verrückten. Wenn du nicht Polnischen aufhörst, Verrückten. mache ich aus Ah, es gibt also aus Polen. Ah, gut, dass es so viele Chamber-Kämmer gibt. Was für ein Upgrade. Okay. Suche einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Chef, geh Feuerrückstoß. Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es dir. Nee, ist egal. Also hier. Der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Riechst, ach so, okay. Wie soll ich denn das Riechen verursachen? Ah, was haben wir denn hier Lustiges? Nein, ich möchte. Ich wollte eigentlich die Kontaktmine. Wieder fast dort. Sieht aus wie eine Leiche. Fontaine hat sich im Trainingsgelände der Big Daddies versteckt. Um ihn zu verfolgen, musst du selbst ein Big Daddy werden. Durchsuche die nahen Labore nach etwas, was du brauchen wirst. Okay. Little Wonders. Das sieht gut aus. Ja, Überraschungsangriff. Wow.
Munition ist echt schwach eigentlich. Ich bräuchte wieder mehr Bolzen. Das geht nicht auf. Ah ja, stimmt, ja, da war ich ja schon. Hier ist nichts. Den Waffenupgrade haben wir schon erledigt. Gehen wir nochmal hier rein. Achso, ja, das war ja die eine. Was schießen da noch auf mich? Scheiße, ich muss ja also wirklich so Pheromone suchen. Damit ich so stinke wie ein Big Daddy. Ups, nee. Wo ist mein Tikili-Chinese? Das da. Ionischer Schrot. Geht das jetzt hier auf? Gar nicht, ne? Genau. Was soll ich machen? Fontaine hat sich im Training. Ja, das hatten wir schon. Werdet ihr Klinge wie ein innerhalb von Optimized Organics finden. Finde Solidity, damit du. Okay. Failie Safe Escorts, okay. Um wie ein Big Daddy zu riechen, brauchst du drei. Diese findest du, wenn du die Little Wonders Education, ne? Ja, okay. Wie komme ich nur rein? Ups, jetzt habe ich eingefroren. Okay, wenn ich jetzt so angreife, dann müsste er ja. Okay, wie kommt er jetzt zu mir? Wie muss er jetzt hierher kommen? Hm. Was ist eigentlich die Taste für Granaten inzwischen? Das gucke ich jetzt mal nach, weil ich müsste eigentlich ein paar Granaten haben. Ich habe nur keine Ahnung. Wie? Equipment, Waffe 1 aktivieren, bla 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 bla. Plasmid, Plasmid, Waffen umschalten, Plasmid. Ist das sonst hier? Oh, da sind die Granaten doch ganz normale Granaten, die ich mit dem Granatenwerfer abschieße. Wie war das? F5? Okay, jetzt ist er irgendwie weg. Er ist hier oben drüber. Wow, wow, wow. Komme ich hier irgendwie hoch oder was? Also muss ich doch irgendwie hier hoch. Die Frage ist nur wie. Ach so, von hier aus. Doch, der ist tot. Da ist er. Wow, 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 die will ich gar nicht haben. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Schnell um die Ecke und hat mich. Also echt, bei diesem Spiel bin ich so oft gestorben, es geht gar nicht. Das ist schon öfters als bei Limbo. Oh, ich habe eine Kontaktmine. Nein, dir tue ich doch nicht weh. Oh, 0-0 Schrot nur noch. Komm her, direkt zu Chamber. Dann kann ich ganz schnell. Okay, jetzt spawn ich wieder direkt an bei der Chamber und kann ihn wieder angreifen. Das ist irgendwie praktisch.
2, 4. So. Gut, es hat keinen negativen Nachteil, wenn man stirbt. Ja. Boah, hittet er mich direkt. Habe ich irgendwie was anderes, womit es schneller geht vielleicht? Kontaktmine. Oh, ich habe normalen Bolzen. Das ist doch vielleicht viel effektiver. Aber jetzt habe ich natürlich ein Problem. Oh ja, hat funktioniert. Nein, doch. K. Geht doch. Eins von drei. Einer von drei. Drei Messingbogen. So, jetzt kann ich endlich da hochgehen und mir meinen Big Daddy-Geruch holen. Du bist verwundet, aber auch nur ganz leicht, würde ich sagen. Optimized Eugenics. Okay, wer war das jetzt? Das war wahrscheinlich wieder irgendeine Maschine. Einfach eiskalt von hinten. Wer hat hier vorhin geschossen? Achso, ich war ja hier drin. Andrew Ryan ist ein Mensch oder ein Sklave? Ja, das war ja. Dort wurde ich getötet. Mhm. Was macht eigentlich Sicherheitssender? Wenn Kreaturen hiervon getroffen werden, werden sie von Kameras und Geschützen anvisiert. Achso. So, dann machen wir mal Gesundheitsupgrade. Oder erstmal Eve. Das ist fast schon wichtiger. Protektor-Anzugsteuerung. Bin ich denn jetzt hier richtig? Failsafe Armored. Decontamination. Jetzt hat er die Scheibe eingeschossen. Wow, verdammt, ich dachte, das wäre... Stopp! So. Ey, öffne doch! Jetzt war ich gar nicht... Oh, toll, jetzt muss ich erstmal wieder... Hier rein, dann wieder raus, dann wieder rein. Oh, Mann. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Schaue ich erstmal in den Raum nach. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo einen Verbandskasten. Kann die bitte aufhören zu singen? Das stört ein bisschen. Ja, verfinde eine Meditation. Leichter gesagt als getan. Gucken wir erstmal hier nach. Ich habe einen Big Daddy-Anzug. Lol, ich habe gar nicht seine Schüsse gehört. Er hat irgendwie auf mich geschossen, aber es gab irgendwie keinen Sound von seinen Schüssen gerade. Du lügst. Das ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde. Die Sklaverei? Der Holocaust? Jetzt kommt schon wieder diese Frage. Also das ist ein bisschen nervig immer, jetzt so lange zu warten. Naja, passt. Suit Assembly erstmal. Was willst du von meiner Kleinen? Such dir ein besseres Versteck, Mon. Komm zurück! Kommt!
die, die immer hier wie Spider-Man rumspringen. Schlimm. Wow, wow, wow. Kontaktminen habe ich da rechts. Wer hat gerade auf mich geschossen? Irgendwie wurde gerade alles leiser. Also. Oh, jetzt singt hier schon wieder so eine Verrückte. So, was wollte ich? Was ich wollte, waren diese Kontaktminen. Ah, was haben wir denn hier? Munition. Bolzen. Geht doch, jetzt habe ich wieder meine Bolzen. Upsala. Wenn es das nicht geht, dann halt. Jetzt muss ich meine altbekannte Technik. Ach Mist, ich muss sie umbringen. Ich bin ein guter Mann. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo ein Medikit. Aber es sieht nicht so gut aus. Hm, Bolzen. Ein Medikit habe ich. Na, wo lang? Na, wo bist du denn? Ah, Mist, daneben. Oh, verdammt. Ah, Nalan. Boah, ich glaube, ich schaff's nicht. Ah, doch, ich schaff's. Nein! Er hat besser getroffen als ich. Will er eigentlich auch ein Big Daddy sein? Big Daddy kommt zu Big Mama. Du wolltest mich doch töten. Oh Mann. Ich hab ihn getötet. So, einmal das. Und jetzt noch ein paar. Ja. Karten. Hey, wieder ein bisschen Adam. Kein Ding. Okay, so. Jetzt haben wir das hier. Naja, hier habe ich ja schon alles abgesucht. Gab es ja leider nichts. Wohin geht's hier lang? Alles so verwirrend. Dass ich ja keine Ahnung habe, wo ich hier langlaufe immer. Tagebuch, die Genbank brauche ich gerade nicht. So, wo bin ich jetzt? Achso, hier. Ich bin so fast im Kreis gelaufen. Noch eine Kontaktmine. Ups, das war ein bisschen Alkohol. Candidate Conversion. Was haben wir denn hier? Wow, 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 wow.
Das Feuer hat mich jetzt getötet. Ja, genau. Na egal. Machen wir erstmal jetzt hier. Was brauchen wir als nächstes? Finde 3 Big Daddy Pheromonproben. Finde einen Big Daddy Helm. Achso, den muss ich, hätte ich noch finden müssen. Und Stiefel. Alles im Armored Escorts. Eine Klinge wie ein. Ah, okay. Das heißt, ich kann mich da weiter mal rumbewegen. Hier in den Failsafe Armored Escorts. Ich brauche Helm und Stiefel noch, ne? Genau. Da haben wir doch was. Hackers Delight. Machen wir mal gegen den Dieb. Einmal ein Big Daddy Helm. Ah, ich ziehe mir auch schon alles an gleichzeitig. Du siehst genau aus wie diese. Was haben wir nur getan? Was haben wir? Jetzt die Stiefel. Ja, jetzt die Stiefel. Wo sind sie nur? Ich bin ein Big Daddy, ihr müsst Angst haben. Nachladen. Ah, der sollte sterben. Wenn der da so schön im Wasser ist gerade. Hallo Big Daddy. Aber hier ist nicht zufällig noch eine Little Sister. Nee, da muss ich ihn nicht töten. Ja, hier waren wir schon. So, den haben wir auch. Ein Helm, wo gibt's denn Helm? Stiefel. Helm habe ich ja schon. Ah, Candidate Conversion, hier bestimmt. Das ist jetzt die andere Seite. Hier war ich genau, hier bin ich ja vorhin gestorben. Da ist ein Stiefel. Nee, sind sie nicht. Verdammt nochmal, die Big Daddy Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Bibliothek. Die Idioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten. Okay. Der Scheiß ist unter Fontaine nie passiert. Wie sind hier jetzt solche? Da hinten ist was. Testen wir das nochmal. Upsala. 5. Das reicht so. Oh, das war dreimal Alkohol. Oh, egal. Ich trinke es ja nicht. Hoffe ich. Ich habe es ja nicht hoffentlich getrunken. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt in die Bibliothek eigentlich. Die Bibliothek wäre... Finde Stiefel. Die Mendel Memorial Bibliothek. Und die ist wo? Kann man irgendwie rauszoomen? Tauchkugelstation, Failsafe. Achso, die ist dann wahrscheinlich... Muss ich mit der Tauchkugelstation dahin. Um dahin zu gelangen. Genau. Dann holen wir uns jetzt mal die Proben und sowas. Main Hall. Moment mal. Ich habe gerade einen Little Sister gehört. Verdammt. Ich habe einen Little Sister überhört. Weißt du, eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Das hast du mir schon mal gesagt. Immer nur angelogen, bis ich gekommen bin.
Okay, wo ist sie? Da. Wir versuchen das erstmal so mit. Oh, verdammt. Ah, ich muss nachladen. Ach, Mist. Toll. Jetzt bin ich wieder ganz knapp. Irgendwie nervt dieser Helm. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen. Aber nein, ich will sie nicht auf die, Schuld vor des Helmes ziehen. Ich habe ja wieder neu. Hol mir noch ein Gesundheitsupgrade. Dann töten wir ihn dann eben jetzt. Mal schauen. Nachgeladen habe ich. Und er hat nicht mehr viel Leben. Na du, wo bist du? Die Little Sister ist abgehauen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schaltpult. Verbandskasten, wieso nicht? Ich möchte eigentlich noch das Teil da aufnehmen. Danke. Ich schätze mal, hier muss ich erst später hin irgendwie. So, mein Stück habe ich. Oh, ich habe genug Geld. Aber wo ist die Little Sister jetzt? Ah, hier in dem Raum haben wir auch noch was. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie der. Gut, ich kann da auch. Muss einfach hacken. Boah, Munitionslager. Ist ja genial. Gesammelte Splittergranaten. Stickstoffgranaten, Napalm. Ja, das war's erstmal. Ach so, damit kann ich dann das Tor öffnen. Okay. Sehr wahrscheinlich. Warum lässt du mich sehen? Darum. Ist erstmal direkt gestorben. Ziemlich effektiv, wenn sie im Wasser sind. Mehr Bolzen. Dann gehe ich erstmal wieder zurück. Die Little Sister ist irgendwie abgehauen. Und da pinkt noch was. Ach, MG habe ich ja schon. Aber nicht an die Person. Wo geht's denn hier nochmal raus? Hier ist die Suit Conversion und dann sollte es. Wo geht's hier nochmal raus? Hier oben? Nee. Hier oben eigentlich nicht. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Und stirb. Also wenn ich hier hin muss, ist viel zu viele Türen. Main Hall. Geht doch. Gefunden. Und die Bolzen jetzt noch dazu. Oh, jetzt fällt das Teil runter.
gut, dass die mal hier zum Medikit laufen. Da weiß ich zumindest, wo ich mir ein Medik heilen kann. Da haben wir die Spritze. So. Jetzt gehen wir mal hier hin. Oh. Gleich mal den Weg frei machen. Was haben wir denn hier so? Also den Helm hätte ich echt als letztes aufnehmen sollen. Der regt mich jetzt schon auf. Eve-Spritzen kann ich mir noch ein paar kaufen. So, jetzt habe ich 9 von 9 und 9 von 9. Perfekt ausgerüstet. Hier findest du den Stimmenverzerrer, mit dem du dich wie ein Big Daddy ärgerst. Och nee. Die restliche Kreaturen. Wo ist ein Auto-Shutdown? Der Auto-Shutdown ist... Bot-Shutdown ist direkt hinter mir. Ich muss wieder hier rein. Direkt hier rein. Hier drin irgendwie rechts um die Ecke. Oh, verdammt. Na egal, in 20 Sekunden ist ja gleich das Teil fertig. Noch 15 Sekunden. Ich muss den Strom hiervon eigentlich abschalten noch. Wow, wow, wow. Chill mal hier. Boah, heilen. Ah, geht doch. Ah, was? Ich habe den Sicherheitsalarm wieder ausgelöst. Wie das denn? Da hinten ist eine Kamera. Die natürlich nicht bemerkt. Nochmal 40 Sekunden warten. Zum Glück gehen die alle ganz schnell down. Sekunden noch. Oh, verdammt. Sekunden. Oh, komm schon. Oh, ein bisschen daneben. Oh, puh, weg sind sie. Wow. Wow, 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 wow. Ganz ruhig hier. Ich speichere mal wieder erstmal. Oh, kommt jemand. Dadurch, dass ich sie mal einfriere und dann erst töte, kann ich leider nichts einsammeln von denen. Das ist immer der Nachteil leider. Hab noch einen Autohacker, kein Problem. Und dann Napalm. Waffen-Upgrade. Was grade ich denn mal ab? Granatenwerfer, Schadensteigerung, wieso nicht? Boah. Aber ich glaube, ich nehme lieber Splittergranaten. Gefallen mir irgendwie mehr. Ich lade mal kurz überhaupt generell alles mal wieder nach. So, so. Kann ich auch mal nachladen. Oder nehme ich lieber den Napalm, damit ich die Leute schön verbrennen kann. So. Und die Bolzen. Gab's hier keinen? Gibt es Kontakt mir noch? Aber ich meinte eigentlich so ein Stimmverzerrer-Teil, was ich brauche. Nicht, dass ich wüsste. Oder nicht, dass ich sehe, ja. Schade. Gatherer Pheromonprobe. Dich!
Da haben wir doch jemanden wieder. Hallo, Bubbles. Und er ist tot. Dich retten wir mal. Ist das jetzt schon die dritte in diesem Level oder ist es die zweite? Ah, 3 von 3 exorziert. Perfekt. Mist. In dem muss ich wieder erfrieren. Tschüss. So. Finde den Stimmenverzerrer im Testlabor. Ist das das Testlabor oder nicht? Da hinten haben wir was. Splittergranaten. Perfekt. Gleich mal wieder direkt nachladen. Ich bin kein schlimmer Finger. Bleib da. Du bist ein sehr schlimmer Finger eigentlich. Wow. So, hier ist nichts. Hier ist nichts. Und hier ist nichts. Die Frage ist nur, von wo kam ich wieder her? Ach, hier geht's auch noch lang. Da haben wir noch was. Ein Brandbolzen. Eine Eve-Spritze, die ich nicht aufheben kann. Obwohl, Moment. Jetzt habe ich sie. Ich sollte mich mal wieder heilen. So. So, wo geht's jetzt lang? Ach, mit diesen Dreckshelmen habe ich einfach keinen Überblick. Ah, hier ist Mr. Bubbles. Den habe ich ja Dingens getötet. Test Subject Storage. Achso, von hier kam ich, ja. Wir wären hier so im Kreis gelaufen. Ah, okay. Aber hier ist kein Stimmenverzerrer. Das stört mich ein bisschen. Goldwert aufheben. Da oben ist ja auch eine Eve-Spritze, aber ich habe genug Eve-Spritzen. Ah, versuch mal hier. Versuchen wir es mal hier. Mal schauen, was wir hier so finden. Ach, hier war ich doch auch schon. Aber in der rechten Tür daneben war ich nicht. Hier war ich nicht. Plasmid-Prototyping. Boah. Ich folge deinem Gestank. Noch habe ich die Pheromone nicht, also noch stinke ich nicht wirklich. Von da komme ich rein. Okay. Da kann ich wieder raus. Dann checken wir mal hier kurz alles ab. Da liegt noch was. Na, was haben wir denn da? Ein Dollar. $2, wow. Wie verschwenderisch die immer mit ihrem Geld umgehen, dass das Geld immer hier rumliegt. Hier geht's wieder zum Main Hall. Jetzt habe ich's echt nicht gefunden. Eigentlich müsste es ja. Shelly ist jetzt doch hier irgendwo. Ich muss den Strom irgendwie abstellen. Keine Ahnung wie. Also, ich versuch's nochmal. Analysis. Achso, ja. Im Analysis-Ding war ich ja. Und hier war ja sowieso erst recht nichts. Mal schauen. Oder habe ich es vielleicht schon aufgenommen? Und benutze den Testlabor, gibt es einen Kehlkopfmodifikator, der deine Stimme zu der eines Big Daddies verändert. Die haben doch gar keine Stimme. Das Einzige, was sie machen, ist so grunzen.
Tipps zeigen. Werde zu einem Big Daddy, gibt's keine Tipps. Testlabor, das ist eigentlich das Testobjektlager. Das ist doch so gut wie das Testlabor. Hier habe ich nichts. Moment mal, in diesem Raum war ich aber nicht, oder? Nee, in dem Raum war ich noch nicht. Und wohin führt mich denn diese Tür? Oh. Doch, in dem Raum war ich. Diese Tür führt mich hier hin und diese Tür führt mich dahin. Beides miteinander verbunden. Hier habe ich jetzt. Stimmenmodifikator, wo ist das? Das ist das Testobjektelager, aber wo ist das Testlabor? Genic Analysis, mal schauen. Genische Analyse. Backup-Generator. Sicherheitsgenerator. Plasmid-Prototypisierung. Seien Sie kein Freund von Atlas. Ah, hier. Testlabor. Ja. Wegen diesem Mainhall-Schild dachte ich, geht's zum Mainhall, aber. Ja. Okay. Oh, hier ist irgendwo eine Sicherheitskamera, merke ich gerade. Das da. Gleich mal weg damit. Und hier haben wir doch jetzt bestimmt. Da oben. Aber jetzt doch bestimmt ein. Kandidateninduktion. Da haben wir es doch. Ein Kehlkopfmodifikator. Wo ist denn die Leiche? Der Typ, der hier gerade umgeschredet hat. Naja, egal. Okay. Wow, alle auf einmal. Merke ich, dass man gerade irgendwie den Sound nur so halb gehört hat. Na egal. So, hier geht's raus, ab zum Main Hall. Die Proben holen. Endlich raus aus diesem Labor. Puh, so. Jetzt rechts. Nee, links. Zu Little Wonders. Wo ich schon von unten drin war. Och, nee, komm schon. Das tust du mir doch jetzt nicht an, oder? Was haben wir denn da? Schon eine Probe. Da ist noch eine Probe. Och nee, oder? Jetzt komme ich, glaube ich, nicht mehr raus. Doch. Ich dachte schon. Ich glaube, ich mache es wieder zu. Ich warte erstmal bis hier. Bis das Alarm erstmal vorbei ist. Noch 20 Sekunden. Nein, noch bin ich da. Oh, erstmal schön. Nachladen. Ah, fällt nochmal ein F. 2, 1 und los. Okay. Autopsie. Oh, ich kann mir wieder Objekte kaufen. Ein paar Verbandskisten und so. Ach komm schon, das willst du mir doch nicht antun. Panzerknacker. Verringert massiv den Schild bei Hacken von Saves und Kombo-Schlössern. Pack ich dir mal dahin. Ich will nicht auf den Tisch. Und ich kann mir vorstellen, wie du mit diesen schrecklichen Pheromonen
Noch rieche ich eigentlich nichts. Gut, dass es das Spiel kein irgendwie was zum Riechen hat. Dann würde ich glaube ich riechen. Boah. Wer will hier noch alles kommen? Ich warte jetzt immer noch mal 20 Sekunden, damit ich nicht mit diesen hässlichen Pennern wieder kämpfen muss. Die Kamera ist zerstört, ja. Ah, passt eigentlich. Hier ist ja keiner. Was haben wir denn hier so alles? Nichts. Taste benutzen. Eh. Ach so. Ich Taste drücke, da kommt so ein lustiges Geräusch. Ach so, das war das hier. Okay. Die Security Room. Dann gehen wir mal wieder in die Main Hall. Weil jetzt müssen wir ja die Stiefel finden. Finde die Stiefel in der Library. An wurden verschiedenerweise an die Mendel Memorial Library versendet. Ich glaube, damit kommt, dafür muss ich zur Tauchstation, oder? Weil es gibt ja hier keine Atriumbalkon, Failsafe, Atrium, Tauchkugelstation. Ja, auf zur Tauchkugelstation. Das heißt jetzt hier rechts hoch. Das war dann. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste? Moment mal. Das zönste, dass der Menschheit je angetan wurde. Dann hier unten links. Der Holocaust? Ich hoffe, das ist richtig, dass ich hier hin muss. Weil auf der Karte sehe ich sonst kein. Eigentlich nicht keine Library. Das Teil ist auch zumindest offen. Das heißt, ich kann es benutzen. Just for fun könnte ich sogar auch hier hin. Aber ich kann nicht zur Library. Also, wie gelange ich zur Library? Tipps anzeigen. Finde die Stiefel in der Mendel Memorial Library. Das ist auch eine Bücherei eigentlich. Herauszoomen. In diesem Abschnitt war ich noch nicht. Das heißt, ich schaue mich mal da einfach mal um. Vielleicht ist das ja die Library. Das heißt, hier durch und dann mal schauen. Aber ich glaube, das ist der Weg, wo ich eigentlich hin muss. Mit dem Big Daddy. Ja. Hier rechts und dann nochmal geradeaus und dann rechts oder so. Achso, hier hoch. War das jetzt hier rechts? Nee. Das ist doch über mir. Verdammt. Jetzt bin ich hier. Ah, Mendel Memorial Research Library. Geht doch. Wow. Boah, das war knapp. Da, ich sehe schon was funkeln. Die Stiefel. Wow. Und da bist du wieder tot. Ist echt zum Totlachen, wenn die sie immer so. Boah, jetzt stampfe ich sogar noch. Okay. Rufe ein Little Sister. Oh, falscher Weg. Ah, hier. Little Sister, I need you. Trollolol, was ist los, Battleman? Okay, hast du mal zu Ende geredet? Du musst sie aus jedem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Ja. Jetzt schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Ah, mit der Rohrzange, okay. Worauf wartest du? Schlag mit
der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Hab ich doch. Cool. Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Oh Mist, ich muss sie jetzt wirklich beschützen. Okay, dann muss ich aufpassen, wie ich gegen die ganzen Leute jetzt hier kämpfe. Erstmal abspeichern. Jetzt muss ich wirklich ein Big Daddy sein. Ja, machst du bitte die Tür auf? Achso, das muss ich machen. Trainingsgelände. Oh. Zum Glück, ich habe noch eine Wasserflasche. Ich muss also nicht runtergehen. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Ladezeiten so lange sind? Ah, geht doch. Die Kleine soll dann dich zu Fontaine führen. Aber du musst ihr Beschützer sein. Okay, sie wird mich schon da irgendwo hinführen. Ich würde gerne noch ein paar Sachen kaufen. Moment, warte kurz. Ich aber nicht. Was brauche ich? Ich brauche eigentlich Bolzen. Fallenbolzen sind nicht so toll. Eigentlich richtige Bolzen. Ah, mal so, machen wir es mal so. Trinker. Ja, bist du nicht. Hier kann dann... Ach Mist. Ich vielleicht doch nicht gebraucht. Hackers Delight 2. Achso, ich habe schon 3. Wie schwachsinnig. Ich bin soweit. Warte, wo bist du? Da bist du. Ich bin soweit. Proving Grounds. Wer schießt denn da? Keine Ahnung, was hier gerade so rumschießt. Wow. Ja, ja, ganz ruhig hier. Oh, da ist schon der erste Gegner. Psst. Na stimmt ja, da war ja, dass seine Familie in dem U-Boot da getötet wurde angeblich. Das alles ganz nach Plan. Da ist eine Kamera. Zerstören wir auch mal. Kann ja nie wissen. Testsubjekt. Fallenbolzen. Haben wir hier noch was? Ich bin soweit. Ja, ja, ich bin ja auch soweit. Bei dem hier kann ich das Adam riechen. Komm, Mr. Bobby. Von ihrem Sammelzwang befreien. Ich bin ein braves Mädchen. Mentale Manipulation sie dazu, mit ihrer schrecklichen Tätigkeit weiterzumachen. Das war eine schöne Erinnerung, kann kein Mensch wieder gut machen. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ich kann das nicht mehr anhören. Hätten Sie mich mal ein paar mehr Sprüche geben können? Was ganz Besonderes. Achso, na dann. Ich sehe Adam, Mr. B. Komm, gehen wir. Ah! Der Engel da. Oh, das war knapp. Ist hier wohl getroffen. Ich habe nur noch 3 Bolzen. Verdammt. Er sieht traurig aus. Bin soweit.
denkt sie, sie kann sich einfach mal heilen. Mein Bolzen. Scheiß auf Bolzen. Ich nehm die MG. Ich hoffe, von der Seite kommt gerade keiner. Bist du fertig? Okay. Der Weg ist geebnet. Ja, ja, ich bin doch auch schon so weit. Kann es nicht eventuell ein bisschen schneller gehen? Nur so ein kleines bisschen. So ungefähr in meinem Tempo. Ach man, die Viecher. Mist, die Kleine hat schon nur noch die Hälfte. Welchen Schwierigkeitsgrad spiele ich eigentlich gerade, frage ich mich die ganze Zeit schon. Oh Mist, die Munition ist auch schon wieder fast fertig. Hier ist das nächste Testsubjekt, oder? Achso, da ich ja sowieso einen Big Daddy habe, hätte ich das gar nicht machen müssen. Ja, ja. Ich merke es schon. Du magst es, Adam. So. Er sieht traurig aus. Komm, Mr. Bubbles. Adam sammeln ist. Oh nein! Bist du verrückt? Das ist mein Little Sister. Auf die muss ich aufpassen. Nein! Du bist ein normales Mädchen! Ich bin ein braves Mädchen! Nein, sie ist gleich down! Komm zurück! Noch ein Versuch! Du musst die Kleinen beschützen! Tut mir! Der von Adam durchsetzt und sind daher genauso verwundbar wie normale Kinder. Ah, okay, ich dachte jetzt schon. Verdammt, jetzt habe ich sie verloren. Wenn eine der Kleinen fällt, kannst du an einem Lüftungsschacht eine andere rufen. Aber jedes verlorene Leben ist eine Sünde. Jedes verlorene Leben ist eine Sünde, okay. Nein, eine ist tot. Kommst du? Deine eine Schwester hat es leider nicht geschafft. Ich hoffe, du schaffst es besser. Jede 10 Sekunden Lag. Merkwürdig bei mir nicht. Ich gucke gerade noch parallel selbst den Stream, nur halt ohne Sound. Achso, die willst du gar nicht mehr. Oh ja, die bist sogar schneller. Ich am Labern bin nur? Merkwürdig. Ne, sie möchte ich auch nichts wirklich von. Ah ne, ups. Ich sollte besser nicht angreifen. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Roger nimmt auf. Wow, das ist ja. Das ist die schon wieder. Jetzt hat sie die Rakete voll abbekommen, oder? Oh, nein. Du konntest sie nicht beschützen. Oh, verdammt, sorry.
Achso, wurde nicht aktiviert. Jetzt muss ich hier hinten noch eine holen. So, du bist Nummer 3, leider. Gehen wir, Mr. Bubbles! Eine Genbank, aber brauche ich gerade nicht. Komm, gehen wir! Ich bin soweit! Ich bin soweit! Proving Grounds, Fließrichtung. Okay. Oh, oh, ich bin ja schon unterwegs. Boah, verdammt, ist das viel. Alle auf einmal tot. Ah, ich hoffe, das hat gereicht. Warte kurz. Nein, noch nicht rein. Noch nicht rein. Oh. Boah, wie sie aussieht mit ihrem Adam. Achso, du musst nur... Ich hatte gerade mal Zacken mit, dass das Stream hackt. Hackt. Ja, stimmt, hätte ich machen können. Ein paar Mal. Ich mag das Hacks-Minigame nur bloß nicht. So. Ist hier wieder eine Leiche irgendwo? Ne. Bolzen. Ah, noch ein Bolzen, aber 8 Brandbolzen. Ich die erstmal. Ah, das nächste Testsubjekt, endlich. Oh, da ist einer. Oh, drückt er sich. Ich hasse das Nachladen und so und das Wechseln dauert immer so lange. Wow, nein! Hör auf! Oh, das... Jetzt sind die Chemowerfer lieber. Ist schon wieder fast tot. Nein! Stirb. Nein, sie ist schon wieder tot. Ja. Es tut mir ja leid. Suche einen Lüftungsschacht und rufe eine andere Kleine herbei. Oh, jetzt muss ich jetzt wieder erstmal. Oh, da ist ja noch einer. Ah, da hätte ich das Feuer benutzen. Upsala. So brutal wollte ich jetzt eigentlich nicht werden. Die Bolzen wollte ich haben. Genau. So. Oh, es geht weiter. Okay. Ich denke immer überall, irgendwo ist ein Big Daddy, aber das bin ich ja immer selber. Ich mag die Dinger nicht. Gehen wir, Mr. Bubbles. Vielleicht könnte ich die Dinger hacken, weil dann, wenn hier irgendwo ein Gegner langläuft. Na egal. Komm, Mr. Bubbles. Komm schon, ein bisschen schneller. Das ist auch ein freundlicher Big Daddy, oder nicht? Oh, nein, das ist kein. Boah, was ist mit dem denn los? Ich bin doch ein Big Daddy. Sehe ich nicht aus wie ein Big Daddy? Panzerbrechend. Wow, wow, wow. Wo bist du? Boah, was ist das für ein Verrückter? Der ist ja total verrückt. Gegen so einen habe ich noch nie gekämpft. Wow. Boah, so, ja.
Ja, würde ich auch sagen. Auch wenn sie ein paar Mal sterben. Da komm mal raus. Ich bin soweit. Wollt doch rechts, oder? Komm, ist links. Hier habe ich gar keine Munition mehr. Noch so ionischen Schrot. Ah, das wollte ich nachladen. So. Gehen wir, Mr. Bubbles. Komm, Mr. Bubbles. Ha, mit der Dose wäre vielleicht ein normaler Arbeiter zufrieden oder so ein Spion. Aber ich brauche mehr, mehr, mehr. Ich will mich so lange fleißen, bis nichts mehr da ist. Neues Geschenk. Produktive Erfinder. Werden von anderen beneidet, dass ich werde vielleicht. Oh, cool. Pack ich mal Tempo Hacker. 285. Das hier. Ach, wieso nicht? Dann auch noch Kampftonika. Oh, das war's schon. Munition. Perfekt. Holzen, auf jeden Fall. Das hier. Ah, das war's. Mehr kann ich nicht holen, leider. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Was? Bin ich schon durch? Ich bin soweit! Nee, du gehst in die Haie. Aber die Anzeige ist immer noch da. Okay, das heißt, jetzt kommt der Endgegner, oder was? Fontaine. So heißt auch gleich das Level. Ah, Mist, ich hätte mir, glaube ich, ein paar Medikits holen sollen. Aber ich habe noch ein paar, glaube ich, hoffentlich. Ich habe mir gar keins mehr gekauft, nur Munition. Na, ich werde es ja gleich sehen. Spiel ist gespeichert worden, hoffentlich. Ich kann mich noch erinnern, wie diese Frau und ich dich in das U-Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben. Da warst du höchstens 2 Jahre alt. Ja, ja, du warst mein Ass im Ärmel. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Und deswegen schmerzt es jetzt. Was? Jetzt soll es auf einmal schmerzen? Teilen werden gespeichert. Okay, ich habe nur 4 Medikits und eine Eve-Spritze. Ich glaube, das ist zu wenig. Was ist das denn jetzt? Fontaine's Adam. Diese Maschine wurde jetzt auf deiner Seite. Und ist jetzt auf deiner Seite. Ah, okay. Wow. Stirb. Hopsa. Oh, und jetzt das nächste Stichstoffgranate. Oh, jetzt mal nachladen. Zum Glück ist er so riesig, so kann ich mit der Armbrust treffen. Er trifft, er geht doch immer in eine Ecke nur. Dass ich ihn perfekt treffen kann immer. Oh, das war ganz knapp gerade. Ist ja wie ein Stier hier. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht mehr den Helm auf. Ich glaube, ich benutze die anderen Bolzen. Die Bolzen sind besser. Yay, er ist wieder da oben.
Okay. Boah. Glaubst du, ich wäre allein auf dieser Welt? Jetzt benutzt du Eis, Adam. Also, ob die mich jetzt interessieren, ich greife dich einfach weiter an. Also, die Bolzen sind echt genial. Ich kann die auch zerstören, die dessen. Boah, verdammt, jetzt hat er mich erwischt. Oh, verdammt. Jetzt ist er tot. Was, den Reißverschluss? Welchen Reißverschluss? Und noch einen. Wow, Psala. Komm noch einmal. Ah. Ich nehme nicht an, dass es hier diesmal eine... nicht irgendwo vielleicht ein Medic, Medic, da ist ein Medic. Oh Mist, ich kann ihn nicht kaufen. Wow, Salah. Komm noch ein bisschen. Nein, ich bin tot. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Oh, es ist schlimm. Okay, nochmal. Fontaine, Auto. Ich hätte es geschafft. Ah, verdammt. Ich hätte nur direkt von Anfang an mit dem Raketenwerfer danach kämpfen müssen. Ich lade den auch gleich mal auf Splittergranate um. Oh, ich habe nur so wenig. Okay, dann muss ich die erstmal aufnehmen. Wie habe ich nochmal angefangen? Erst mit Napalm. Okay. Werden gespeichert. War ich doch gerade schon. So, ich gucke mir erstmal kurz um, wo was ist. Damit ich hier ein bisschen die Map kenne. Ach, hier kann ich mir sogar noch nebenbei ein paar Sachen kaufen, wenn ich will. Gibt es vielleicht einen Notausschalter zum Beispiel oder sowas? Hier kann ich ihn reinlocken. Das ist auch eine Idee. Und dann mit Wasser bekämpfen. Komm schon, Kleiner. Du willst es wirklich wissen, ha? Ich verstehe gar nicht, wieso er da in diesem Ding ist, aber okay. Eigentlich ist das. Er hat ja gerade sein Feuerplasmid. Wieso kämpfe ich ihn dann jetzt eigentlich mit. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich jetzt schon mit Bolzen kämpfe. Ah, verdammt. Schon. Ah, verdammt. Ich muss dann aufpassen. Oh. So, Nummer 2. Erstmal nachladen. Nummer 2. Hier ist ein Bot Shutdown, aber ich habe kein Geld. Ich habe jede Menge Schläger, die mich beschützen, während ich neue Kräfte sammle. Wow. Und noch ein paar Mal. Komm. Mir fällt gerade ein, jetzt kann ich eigentlich den da benutzen, oder?
So, noch ein. Deine Verschnaufpause, als ob. Schon. Oh, verdammt. Noch ein bisschen. Du musst ja dann nur ausweichen eigentlich. Oh, ich hoffe, das geht auf, mein Plan. Ah, Mist, jetzt hat er mich erwischt. Nein, ich habe keinen mehr. Wieso habe ich keine Waffe? Boah, jetzt habe ich wieder eine Waffe. Das habe ich gerade nicht gecheckt. Ah, komm, noch einmal. Ah, komm, schnell. Schnell, 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 schnell. Noch einmal. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Okay, jetzt kommt ein Video. Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben, an das du dich zu erinnern glaubst, ist etwas, das ich mir ausgedacht und dir in den Kopf gedrungen habe. Lolli, das ist das da? Oh, jetzt töten sie ihn. Oha. Ah, das muss doch wehtun. Ah, besonders weil ich Spritzen hasse. Oh. Zum Glück bin ich nicht das. Ich hab's geschafft. Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Was sollte ich denn da bleiben? Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Hat sie ein Harem oder was? Ach so, eine Familie. Ja, ich würde sagen, das war Bioshock Teil 1. Ah, endlich durchgeschafft. Nach 4 Parts. Ich mache den Stream jetzt auch erstmal aus. Ich überlege mal kurz, was ich gleich machen werde. Ah. Vielleicht komme ich nochmal an, aber ich glaube eher nicht. Mal schauen. Also, an dieser Stelle sage ich dann.